Einen schönen guten Tag zusammen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zum Vortrag Normung, Recht und Konformitätsbewertung. Mein Name ist Raimund Popan von DKE. Ich bin ein Kollege von meinem Vorredner und meine Themen sind heute Sicherheit und Qualität, die Sustainable Development Goals der Vereinigten Nationen und Karrierechancen zum Bereich Konformitätsbewertung. Fangen wir gleich mal an. Ich möchte euch gerne auf ein kleines Inhaltsverzeichnis vorbereiten, das hier direkt am Anfang im Foliensatz vorhanden ist. Sofern ihr diese Unterlagen in PDF dann erhaltet und nutzen werdet, seht ihr, dass hier im jeweiligen Bereich die einzelnen Kapitel vermerkt sind und darunter einige der wichtigen Folien jeweils in Verbindung. Wenn ihr mit eurer Maus irgendwo draufklickt auf eine dieser Kacheln, dann kommt ihr direkt in diesen Bereich rein zu dieser Folie. Dann könnt ihr nochmal Themen nachschlagen. Und gleichermaßen gibt es oben rechts so einen kleinen Home-Button. Den seht ihr jetzt hier nicht in der Miniaturansicht, aber in den folgenden Folien schon. Der wird euch dann immer wieder zu diesem Inhaltsverzeichnis entsprechend zurückführen. So, fangen wir mal an. Und zwar von meinem Vorredner mit der internationalen Normung zur Konformitätsbewertung und vielleicht sogar noch einen weiteren Schritt weiter oder vielleicht sogar mehrere. Was habe ich euch hier mitgebracht? Drei Elemente des Wirkkreises. Klingt zumindest schon mal sehr spannend. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich klären. Dann die CE-Kennzeichnung, das wirtschaftliche Fundament Europas. Also, viel haben wir ja schon gehört von Europa durch meinen Vorredner. Schauen wir uns erstmal aber den Wirkkreis an und schauen wir uns mal an, was dieser zu sagen hat, wie der überhaupt ausschaut. Dieser Wirkkreis, warum nenne ich ihn so? Naja, weil im Endeffekt er ist schon ein Kreis aus Normung, Recht und Konformitätsbewertung, nämlich aus diesen drei Elementen, die eigentlich immer im sogenannten Wechselspiel miteinander arbeiten und sich auch gegenseitig bedingen. Ganz wichtig ist, dass wir wissen, dass zum Beispiel die Normung, die ja die technischen Normen letztendlich herstellt, auch teilweise im Auftrag der EU-Kommission, wenn es zumindest Europa ist, zu den jeweiligen Gesetzen, das heißt hier dem geltenden Recht, die entsprechenden harmonisierten europäischen Normen entwickelt und bereitstellt, damit beispielsweise nachher sichere oder auch qualitativ hochwertige Produkte erzeugt werden können. Wie werden die erzeugt? Naja, ganz einfach. An für sich über Entwicklung und Produktion in einem Unternehmen. Das sind zumindest mal zwei Kernbereiche. Ja, es gibt noch viele andere artverwandte Bereiche, aber Hersteller beispielsweise oder auch andere Wirtschaftsakteure müssen natürlich schon auch einen gewissen Prozess haben, innerhalb dessen sie die Norm anwenden. Weil sie müssen ja wissen, an welchen Stellen eines Ablaufprozesses, Entwicklung des Produkts bis hin zur Produktion, vielleicht sogar auch Auslieferung, vielleicht sogar Aufbau vor Ort beim Kunden oder auch Erstinbetriebnahme, müssen sie wissen, was zu tun ist. Und im Endeffekt beschreibt sogar die Konformitätsbewertung oder auch über das Recht, wenn es dort geregelt ist, beschreibt dann dort ganz eindeutig, welche Schritte abzuhandeln sind, damit nachher ein Produkt rauskommt, das auch rechtssicher ist, beziehungsweise nicht nur sicher ist, sondern auch entsprechend qualitativ hochwertig. Das heißt, die Norm hält für jeden dieser Schritte technische Informationen bereit, die umzusetzen sind oder die umsetzbar sind. Das Recht verpflichtet dazu, es umzusetzen. Die Konformitätsbewertung, wie gesagt, zur Normung und dem Recht. Ein richtiges, ja, Dreigestirn, was man so nennen kann. Und wichtig ist, glaube ich, auch, was wir noch in Erinnerung rufen sollten vom vorigen Vortrag, dass ja die elektrotechnische Normung, die DKE, hier in diesem Fall, die Seite ist es, 80% international normt. Das heißt auf IEC-Ebene. Gleichermaßen aber auch über das Parallel Voting sehr viel übernimmt nach Europa einen sehr, sehr großen Teil. Und das wiederum ist natürlich für uns im Rahmen der CE-Kennzeichnung besonders wichtig, weil somit machen wir das Ganze nur einmal und nicht fünfmal. Inwieweit das sich natürlich jetzt auch international, sagen wir mal, vorteilhaft erweist, das werden wir nachher noch kennenlernen, wenn wir über die internationalen Konformitätsbewertungssysteme sprechen. Bleiben wir aber zunächst einmal, in Europa.
Und in Europa gibt es die CE-Kennzeichnung. Was bedeutet CE? Weiß das vielleicht jemand, der sich das Video jetzt anschaut? An für sich nicht einfach, weil man findet darüber nicht mehr viele Definitionen. Es gab in der Vergangenheit mal den Begriff Communauté Européenne, also Französisch für europäische Gemeinschaft. Und heute sagt man auch Conformité Européenne. Also letztendlich, Französisch hat sich durchgesetzt in beiden Fällen. Das eine wäre aber das Richtige. Und zwar steht das für europäisches Konformitätszeichen. Das findet ihr immer auf Produkten. Das findet ihr sogar, wenn ihr Brillenträger seid, hier in eurem Brillenrahmen. Wenn ihr natürlich sehr dünne Metallbügel habt, dann wird das sehr schwer erkennbar sein. Nichtsdestotrotz fallen sogar diese Brillenrahmen unter den Anwendungsbereich der Konformitätsbewertung. Kleine Aufgabe an euch, herauszufinden, welche europäische Gesetzgebung für die CE-Kennzeichnung steht, die auf Brillen kommen muss. Das ist sehr knifflig. Ich bin gespannt, ob ihr es schafft, ob ich es erfahren werde, weiß ich nie. Kommen wir hier zurück zur CE-Kennzeichnung selbst. Wer ist denn eigentlich zuständig für die CE-Kennzeichnung? An wen richtet sie sich? Man muss es ja verpflichtend erfüllen, ja, weil es Gesetze sind dahinter. Das sind meistens Wirtschaftsakteure. Wirtschaftsakteure sind Hersteller, sind Inverkehrbringer, sind Einführer, sind Händler. Also alle, die im Endeffekt an der Wertschöpfungskette beteiligt sind, haben ein gewisses Maß an Verantwortung. Den größten natürlich Hersteller, der beispielsweise ja schon im Entwicklungsprozess die Anforderungen an Sicherheit und Umweltschutz oder auch an Qualität für sein Produkt gewährleisten muss. CE sorgt auch dafür letztendlich, dass es irgendwo harmonisierte europäische Normen gibt. Nicht, weil CE dafür zuständig ist, sondern weil es in Europa ein festes Fundament darstellt. Ja, die CE-Kennzeichnung selbst, aber natürlich auch die Verträge über die Arbeitsweise der EU, in denen letztendlich das gesamte System nichts anderes sagt, als die CE-Kennzeichnung sorgt dafür, dass Anforderungen bestimmt sind, was ist zu tun, damit das Produkt gut ist und die Normen technisch beschreiben und wie setze ich das um als Ingenieurin, als Ingenieur, damit das Produkt nachher auch wirklich dem gerecht wird. Ja? Das heißt also, das Gesetz ist vielleicht etwas abstrakter formuliert, aber die technische Norm, die ist schon recht exakt in den Anforderungen beschrieben, damit ich das umsetzen kann. So, was haben wir noch? Mit CE, wenn ich das auf mein Produkt drauflege, draufklebe, das muss halt richtig fest drauf sein. Ja? Was sage ich damit aus? Damit sage ich aus, dass eigentlich die grundlegenden Anforderungen, die in der jeweiligen Richtlinie, die ich anwende, die auf mein Produkt zutrifft, muss nicht nur eine sein, können auch mehrere sein, erfüllt worden sind. Das ist also eine Selbstauskunft, wenn man so will. Es ist kein Zertifikat. Vorsicht, Zertifikat ist immer etwas, wenn jemand unabhängiger von einer externen Stelle herkommt und sagt, ich mache das. Ja? Und ich überprüfe das, ob du das Produkt sicher hergestellt, entwickelt, konstruiert, gebaut hast. Also letztendlich in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen richtet sich die CE-Kennzeichnung immer an den Hersteller und er macht das in Eigenregie, er erklärt das Produkt konform. Was bedeutet das? Er macht eine Konformitätserklärung, er stellt die aus und klebt das CE-Zeichen dran. Kann man der Sache Glauben schenken, wenn es ein seriöser Hersteller ist? Ja. Wenn es kein seriöser ist, gibt es durchaus die Möglichkeit, das auch anzukleben und was auszustellen, was nicht der Wahrheit entspricht. Warum? Weil es eine Selbsterklärung ist. Wer kontrolliert das? Naja, Marktaufsicht, Marktüberwachung, Gewerbebehörde, die vielleicht. Oder in Schadensfällen natürlich Staatsanwaltschaft, Versicherer, Gutachter und so weiter. Aber davor hat man diese Freiheit wirklich aus einem bestimmten Grund geschaffen. Man möchte natürlich den Marktteilnehmern, somit also diesen Unternehmen, den Herstellern, höchstmögliche Freiheit mitgeben. Aber eben eine Freiheit, die nicht ohne Konsequenzen ist, wenn sie sich nicht daran halten, die Anforderungen einzuhalten. Ja? Dafür haben wir dann ein Rechtssystem. Ja, CE steht auch dafür, dass wir eben Richtlinien, Verordnungen haben. Wenn ihr natürlich jetzt ein Smartphone oder etwas in der Richtung baut oder entwickelt, ein anderes elektrisches Gerät, dann gilt natürlich die CE-Kennzeichnung. Wenn es aber jetzt von meiner Wasserflasche dieser Deckel ist, dann gilt die wiederum nicht.
Ja, also da gibt es keine Richtlinien dafür. Warum? Weil das für den Wirtschaftsmarkt irrelevant ist. Das hat keine besonderen Anforderungen. Vielleicht an die verwendeten Stoffe, ja, das schon. Aber letzten Endes nicht wirklich. Ja, also CE hat da Richtlinien parat, wo gewisse Produktgruppen, Sparten von besonderem Interesse sind, die reguliert werden müssen. Ja, wo es grundlegende Anforderungen gibt, die schlichtweg zu erfüllen sind. Also CE hat gleich mehrere Bedeutungen und in der Zusammenfassung kann ich sagen, es ist kein Sicherheitszeichen, sondern es ist ein Reisepass für Produkte in Europa. So wie ihr auch euren Reisepass habt oder den Personalausweis und damit euch frei bewegen könnt. Euer CE-Zeichen ist das Abkommen der Schengen-Staaten. Das heißt also, ihr könnt irgendwo hinreisen, euch häuslich niederlassen in Europa, in einem der Schengen-Staaten und könnt dort arbeiten und leben. Und so ist das CE-Zeichen praktisch das Abkommen für Produkte. Ja? Sagt der Reisepass oder der Personalausweis was aus über euch, ob ihr liebe Menschen seid, ob ihr Böses im Schilde führt oder sonstiges? Nein, kann er gar nicht. Ja? Man muss es auch erst prüfen und untersuchen, ehe man es weiß. Und so ist es eben auch bei der CE-Kennzeichnung. Vielleicht hilft das sogar weiter. Kommen wir aber jetzt mal zu dem Thema, was können wir denn tun, damit, sagen wir mal, zumindest Produkte im Rahmen der CE-Kennzeichnung schon auch gewissermaßen sicher sind. Ja? Ja, wir schauen uns mal an, ob Normen dazu einen recht guten und relevanten Beitrag leisten. Damit, setzen wir uns einfach mal auseinander mit einem Unternehmen. Der Elektrospec GmbH, das ist eine Firma, die elektrische Betriebsmittel, beispielsweise Bügeleisen, Waschmaschinen etc. herstellt. Und die muss zumindest mal, wenn sie nach Deutschland, aber auch in Europa Produkte in Verkehr bringt, entsprechend europäische Marktanforderungen, das heißt deren Gesetze, erfüllen. Und das ist im Rahmen dessen die europäische CE-Kennzeichnung, die Konformitätsbewertung. Da steht dann ein Prozess dahinter, welche Schritte in welcher Folge ein Hersteller leisten muss in der jeweiligen Richtlinie, um nachher ein sicheres Produkt oder je nachdem, was halt die Richtlinie fordert, muss auch nicht immer Sicherheit sein, aber zumindest, dass es bereitstellen darf, wenn er es erfüllt hat. Ja? In einem europäischen Beschluss allgemein, wonach sich alle Richtlinien in Europa richten, das ist der Beschluss 768/2008. Da wird festgelegt, das Verfahren zur Bewertung, ob spezifische Anforderungen an ein Produkt, ein Verfahren, eine Dienstleistung. Also auch hier kann ein Unternehmen ordentlich beraten, unterstützen, ist auch Konformitätsbewertung, ja. Das heißt, ein System zur Bewertung, ob eine Dienstleistung auch entsprechend kompetent und sagen wir mal, erfüllend ist, ja, kann es auch geben. Oder eine Person kompetent ist und ihren Sorgfaltspflichten nachkommt. Oder eine Stelle, das könnte zum Beispiel eine Zertifizierungsstelle sein. Das alles wird hier über diese Definition als Konformitätsbewertung gesehen. Der Begriff ist ziemlich lang, er ist ziemlich trocken und die Definition ist auch recht abstrakt. Ich hoffe, dass wir später ein bisschen mehr in die Richtung kommen, zu sagen, ah, jetzt ist es klar, um was es da geht. Stresst euch noch nicht, ich stresse mich auch nicht. Gehen wir einfach noch einen Schritt weiter. Kommen wir von Europa in die Welt. Ja, CE gilt nicht in der Welt. CE wird zwar von der Welt anerkannt in vielen Ländern, die sehen, dass das ein sehr hochwertiger Ablaufprozess ist, den sich die Europäische Union da ausgedacht hat, aber die Welt hat durchaus je nach Land, Nation ihre eigenen Vorgaben, die nationalen, ja. Und an die muss man sich richten, wenn man als Elektrospec GmbH irgendein Produkt nach China, USA, Kanada oder irgendwo in Südafrika liefern möchte. Das heißt also, die nationalen Anforderungen des jeweiligen Landes gelten und da muss ich mich schlau machen. Ja. Vorher habt ihr noch den Christian Marian gehört in Bezug auf CE-Kennzeichnung und der Spiegelauszug von 1988. Ja. Das wurde beseitigt eben. Europa und Deutschland ist hier eins. Aber der Rest der Welt, der ist damit noch nicht abgedeckt. Alles, was nach Europa liefert, muss nach CE liefern. Alles, was von Europa rausgeht in die Welt, das kann als Grundlage CE mitbringen, aber nur auf vertraglicher Basis, wenn das dein Vertragspartner will. Wenn aber das jeweilige Land gesetzliche Anforderungen hat, also der Zielmarkt, dann sind die gesetzlich auch zu erfüllen. Was aber sehr unterstützend sein kann, sind sogenannte internationale Konformitätsbewertungssysteme, die auf freiwilliger Basis funktionieren,
aber letztendlich von 54 Nationen in einem Beispiel IECEE heißt das System, umgesetzt wurde. 54 Nationen haben ein multilaterales Abkommen und einigen sich auf einen prozessualen Ablauf, um zu sagen, wir erkennen die gegenseitige Prüfung von Produkten und die Ergebnisse an. Also Konformitätsbewertung sorgt letztendlich, und das ist die Quintessenz des Ganzen, für die Minderung von technischen Handelshemmnissen oder sogar die Aufhebung davon. Ja? Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Natürlich in Europa ist es gesetzlich verpflichtend. Die IEC-Verfahren können aber auf der anderen Seite auch für Produkte, die von der Welt nach Europa gehen, als guter Vorläufer sehr unterstützend sein. Warum ist das der Fall? Einfach. Die europäischen harmonisierten Normen im elektrotechnischen Bereich werden zu über 80% international genormt. Wenn also irgendein Weltland nach internationalen Normen arbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, für das Produkt in Europa anerkannt zu werden. Warum? Weil es ja die gleichen Normen sind. Das heißt also, die technischen Normen sind im Rahmen der Konformitätsbewertung das sogenannte Kommunikationsmittel. Das könnt ihr euch vielleicht merken, ein Kommunikationsmittel, das für ein gemeinsames Verständnis und gemeinsame Beziehung ein Anerkenntnis Sorge tragen kann. Vielleicht können wir das einfach mal so festhalten. Kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Thema, nämlich betrachten wir mal den Hersteller in seinem Ablauf. Momentan haben wir es nur grob in Märkte unterteilt, aber er muss jedes Mal für ein gewisses Produkt was tun. Was tut er denn? Er kann letztendlich nichts tun, als sein Produkt entwickeln, bauen und bereitstellen. Ja? Das sind die drei Schritte, bis es dann beim Kunden oder bei einem Gewerbetreibenden eingesetzt wird, wie beispielsweise eine Maschine zur Produktion von Sneakers. Ja, wenn man das mal so nehmen. Was muss der Hersteller einhalten? Naja, die C-Kennzeichnung, wenn das auf sein Produkt zutrifft. Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie sind nur ein paar Beispiele. Muss man sich jetzt nicht merken am Anfang, aber die C-Kennzeichnung deckt sehr, sehr viele Produktbereiche ab. Auf jeden Fall muss der Hersteller immer eine Risikoanalyse und Bewertung respektive Risikobeurteilung ausführen. Er muss also die Risiken seines Produkts während dieses gesamten Produktentstehungszyklus bewerten. Und er muss auch geeignete Lösungen und Maßnahmen finden, um die Risiken so zu mindern, dass sie im Sinne des Gesetzes akzeptabel sind, spätestens dann, wenn das Produkt hier landet, nämlich beim Betreiber. Der Betreiber, gewerbetreibend, der ist natürlich für seine Mitarbeitenden zuständig und hat auch eine Fürsorge oder auch Schutzpflichten diesen Menschen gegenüber. Der darf also keine Betriebsmittel einsetzen, die für ihre Verwendung nicht sicher sind. Damit muss er natürlich auch Wert legen darauf, dass das erfüllt worden ist, was der Hersteller tun muss. Nur spricht das ihn nicht an. Letztendlich ist es aber für ihn von großem Interesse, weil der Arbeitsschutz, der die Menschen in dem betrieblichen Umfeld schützt bei der Verwendung einer Maschine, ist weitaus größer als nur diese Maschine. Ist aber die Maschine nicht sicher, ist damit der Arbeitsschutz auch nicht erfüllt. Produktsicherheit ist also immer eine Teilmenge der Arbeitssicherheit. Ja, so kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Ja, und wenn das gewährleistet ist, dann wird der Betreiber in Betrieb nehmen, dann hat er den Betrieb, das heißt, die Maschine produziert die Sneaker die ganze Zeit, bis dann hier mal der gelbe Balken kommt, das heißt, die Maschine hat Verschleißerscheinungen, sie muss gewartet instand gehalten werden. Ja? Und da muss man auch auf Ersatzteile schauen, dass die qualitativ denjenigen entsprechen, die vorher eingesetzt wurden, weil möglicherweise dann die Produktsicherheit nicht mehr gewährleistet ist, wenn man auf billige Ersatzteile setzt. Vor allem dann, wenn die Sicherheitsfunktionen auf besonders qualitativ hochwertige Bauteile setzen. Macht er das nicht oder baut er die Maschine um, sogar hier der rote Bereich, zum Beispiel indem er die Verwendung, die Leistung ändert oder sonst irgendwas, dann wird der Betreiber wieder automatisch zum Hersteller und muss selbst die komplette Verantwortung für diese Maschine übernehmen. Wir reden dann eigentlich von einer gebrauchten alten Maschine, die er wie eine neue Maschine verantworten muss. Also man muss sich auch immer hier überlegen, ob man sich dran halten, nicht besser dran halten sollte, was die öffentlich-rechtlichen Vorgaben sind. Ja? Und deswegen ist das der Sicherheitskreis, weil letztendlich man schneller wieder vom Hersteller zum Betreiber und wieder zum Hersteller wird, als man denkt, wenn man nicht aufpasst. Dieser Kreis, ja, der wird euch noch ein paar Mal begegnen, glaube ich. Und schauen wir mal, was er dann für Themen bereithält. Aber
Arbeitssicherheit und Produktsicherheit hier nochmal ein bisschen mit einem, glaube ich, gut illustrierten Fall, nämlich dem Bierkrug. CE-Kennzeichnung, wie auf der Brille, ja. Nur ist die Brille kein Messgerät, aber der Bierkrug ist es. Woher kommt die CE-Kennzeichnung nämlich dort? Aus dem, ja, aus der Messgeräterichtlinie. Und diese Messgeräterichtlinie in Europa, sie regelt letztendlich den Umgang mit Messgeräten. Das kommt vom ehemals deutschen Mess- und Eichgesetz. Und was erfassen wir damit? Seit 2016 oder genau gesagt seit Oktober, ich glaube im Oktoberfest ist das entstanden, dürfen laut der Richtlinie keine Merkmale, also zumindest diese Bierkrüge oder Getränkebehälter in Anführungsstrichen, keine Merkmale aufweisen, die eine Benutzung in betrügerischer Absicht erleichtern. Das heißt, ihr sollt so viel Bier bekommen, wie ihr auch verdient. Nein, bezahlt. Verdient ist was anderes wahrscheinlich, ne? Aber somit kann man hier auch ein Vergleichsglas fordern. Das steht euch auch noch zu vom Kneipenwirt oder von der Gaststätte. Das wissen die nur nicht, da. Ja? Per Gesetz ist auch wirklich wahr. Geht es hier also um Sicherheit? Nein, hier geht es um Genauigkeit, hier geht es um Qualität, hier geht es um einen Eichstrich. Wenn das aber jetzt die Herstellervorgaben sind für Produktanforderungen, was sind dann die Betreibervorgaben? Ganz einfach. Wenn wir den Arbeitsschutz oder die Arbeitssicherheit betrachten, dann könnte man das vielleicht so umsetzen, dass man sagt, ihr trinkt und zwar das ist eure Aufgabe zu trinken, dass es euch gut geht. Aber nachher muss jemand anderer, das ist der Arbeitsschützer, in dem Fall derjenige, der euch das Bier ausgibt, ja, der Wirt, der Gaststättenbetreiber, durchaus einen Blick auf euch haben, um Sorge zu tragen, dass ihr nicht mit eurem eigenen Auto wieder nach Hause fahrt. Beispielsweise. Das wäre dann der Arbeitsschutz, ja. Der würde aber nicht funktionieren, wenn ihr kein Bier getrunken hättet. Also dieser Teilbereich der Herstelleranforderung ist immer ein Teilbereich auch der Betreiberanforderungen. Passt vielleicht im Sinne von Sicherheit nicht zusammen, hat nur hier ein Thema Sicherheit, aber letztendlich, ihr seht, wie das Ganze ineinander greift und so ist es auch bei der CE-Kennzeichnung und der Arbeitssicherheit. So. Was wir aber auch daraus lernen ist, dass nicht jede europäische Richtlinie oder CE-Kennzeichnungsanforderung Sicherheitsanforderungen setzt, sondern auch Leistungsanforderungen oder also nicht ans Trinken, sondern Leistungsanforderungen an letztendlich ein Produkt. Ja. Und Risikoanalyse und Bewertung sowie eine Konformitätserklärung sind immer rechtlich bindende Pflichten, die aus dem Gesetz kommen, die ein Hersteller entsprechend auch einhalten muss. So, hier ein kleiner Auszug, aber das ist jetzt weniger wichtig aus der Messgeräterichtlinie. Nur nochmal, was ich gerade gesagt habe. Hier steht die Risikoanalyse, hier steht die CE-Kennzeichnung, die Metrologie-Kennzeichnung und die schriftliche Konformitätserklärung aus der Messgeräterichtlinie 2014/32 EU in Anhang 2. So, kommen wir zurück zu einer Norm. Eine Norm, die im Rahmen der Konformitätsbewertung gut unterstützen soll. Was tut sie? Naja, sie beinhaltet etwas. Sie hat einerseits Anforderungen für eine technische Dokumentation, zum Beispiel für die Anwendung der Installation, des Gebrauchs und der Instandhaltung eines Produkts. Auf der anderen Seite bietet sie auch technische Risikominderungsmaßnahmen. Hier am Beispiel von elektronischen programmierbaren Steuerungssystemen von Maschinen, zum Beispiel zur Produktion von Sneakers. Diese Maschinen laufen nach einem bestimmten programmierten Muster ab, damit die Schuhe auch so werden, wie sie sein sollen. Und da sind immer Menschen, die auch immer wieder eingreifen, Schuhe rausnehmen, Schuhe reintun. Ja? Wenn die Maschine jetzt von der Steuerung her einen Fehler hätte oder wäre falsch konstruiert, dann muss zum Beispiel die sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion, die funktionale Sicherheit, sofort eingreifen, den Menschen schützen vor der Maschine. Das heißt also, sobald wir einen Automatisierungsgrad haben an einer Maschine, wird es relevant werden, dass man beispielsweise solche Normen anwendet in der Entwicklung einer solchen Maschine. Also integraler Bestandteil der Entwicklung, technische Risikominderung und spätere Hinweise auf Restgefährdungen oder wie mit der Maschine umzugehen sind, dann in der Dokumentation. Eine Norm hat also an dieser Stelle, das ist die EN 62061, das ist eine europäische Norm auch, hat hier starke Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit in Bezug auf funktionale Sicherheit. Was wir aber wissen müssen, solche technischen Normen
sind immer freiwillig anzuwenden. Das heißt, es besteht nicht die Pflicht, sie anzuwenden. Gesetze müssen erfüllt werden, ja. Die Gesetze dürfen aber Normen, technische Normen nicht vorschreiben. Denn wenn sie das täten, dann würden die technischen Normen ja gleich den Status eines Gesetzes erlangen, was so nicht sein darf, ja, weil sie auch kein Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Deswegen sind technische Normen als das zu nehmen, was sie sind, nämlich ein Fundament für die technische Entwicklung von Produkten. Was das Gesetzessystem allerdings sagt, ist, wir müssen den Stand der Technik oder auch den Stand der Sicherheitstechnik zum Zeitpunkt der Bereitstellung des Produkts immer erfüllt haben, also immer auf dem aktuellen Stand sein. Die Frage ist, ob wir das immer in der Norm finden, weiß ich nicht. Die Norm braucht halt auch immer ihre Zeit, bis sie das Wissen beinhaltet, nachzieht und erneuert wird. Das heißt, man ist also durchaus auch gefordert, sich tagtäglich zu informieren, ob es nicht schon neuere Lösungen oder Anforderungen gibt, die vielleicht über die normativen Angaben hinausgehen. Damit haben wir auch noch die europäische Norm im EU-Amtsblatt. Sie löst ja Konformitätsvermutung aus, aber wie gesagt, wenn der technologische Stand sich weiterentwickelt und sie ist immer noch gelistet, dann habe ich zwar eine Konformitätsvermutung, aber das heißt noch nicht, dass damit alles erfüllt worden ist, was ich an den neuesten technologischen Stand setze. Die Norm versucht das immer auch mit einzubeziehen, aber das kann sie halt immer dann, wenn sie recht schnell umgesetzt wird und der Nachfolger sofort schon da ist. Und da wir an Konsensverfahren arbeiten und die Normungsarbeit durchaus auch einen gewissen Aufwand erfordert, damit wir in Europa und auf der Welt gut zusammenkommen, sind diese Dinge natürlich nicht so ganz schnell leistbar. Trotzdem haben wir ein sehr hohes Tempo im elektrotechnischen Bereich. Ja, deswegen in der Zusammenfassung, eine Konformitätsvermutung, ja, bei Anwendung einer Norm bedeutet nichts anderes, als dass eine Tatsache vermutet wird, dass wir was Gutes getan haben. Es ist ein Anscheinsbeweis dafür. Es ist anscheinend so, dass wir das Gesetz erfüllt haben. Wir gehen mal davon aus. Wir wissen auch, dass die Norm einheitliche Anforderungen hat, die in ganz Europa akzeptiert sind und sogar auch mehr in der Welt. Ja. Das heißt, ein italienischer Kunde freut sich darauf, wenn ich nach der europäischen Norm gehandelt habe, weil er weiß, er verwendet dieselbe und kann darauf vertrauen. Ja. Damit auch die Annahme eines erhöhten Sicherheitsniveaus, weil wir auf gleicher Ebene kommunizieren, das Kommunikationsmittel der Norm. Und was wir aber aus dem Kopf streichen müssen, ist die Vollständigkeitsvermutung, weil diesen Anspruch kann man nicht an die Norm stellen. Ja? Vollständigkeit heißt immer jede Minute tagesaktuell. Ja? Und da müssen wir, glaube ich, wesentlich mehr schaffen, als das, was wir momentan haben, um das zu erfüllen. Und den Rest muss der Hersteller dieses Delta noch beitragen. Ja? Gleichermaßen haben wir auch keine Beweislastumkehr. Es wird oft gehört, wer harmonisierte Normen nutzt, der muss dann nichts mehr tun vor der Behörde. Der kann die Arme verschränken und sagen, ihr müsst mir beweisen, dass ich was falsch gemacht habe. Das stimmt so nicht. Wenn der Schadensfall eintritt, ist man definitiv beweispflichtig. Man kann sich dann höchstens entlasten durch Fakten. Ja? Aber Beweislastumkehr zu vermuten, der Hersteller muss da gar nichts tun, wäre falsch, weil sowas muss im Gesetz stehen, wenn es eine Beweislastumkehr gibt, ja, nicht in der Norm. Was aber Tatsache ist, wenn natürlich die Behörde einfach so zu euch Schuhherstellern, Sneakerherstellern geht, wenn ihr euch als diese vorstellt und sagt, ja, ich glaube euch nicht, dass die Schuhe frei von Giftstoffen sind oder dass sie ergonomisch gut sind oder was sie sonst so versprechen, dann könnt ihr einfach sagen, ja, hier ist mein Dokument, die Konformitätserklärung und hier sind die Normen, die ich anwende und Dankeschön, ja. Wenn er keinen wirklichen triftigen Grund hat, dann kann er euch auch nichts weiter anhaben. Also das ist zwar nicht auch Beweislastumkehr, aber letztendlich, er kann nicht angreifen, wenn er nicht einen zumindest mal einen näheren Beweis führen kann über das Produkt. Aber das Produkt ist ja am Markt, das Produkt kann man prüfen durch unabhängige Gutachter und dann kann man das schon feststellen. Dann geht es wieder an den Hersteller. Was letztendlich überbleibt, ist, dass die Konformitätsbewertung für ein Produkt dann wirklich hundertprozentig ist. Also das, was man als Rechtssicherheit empfindet, ja, wenn man an für sich weiß, man hat vollständig alle Anforderungen, die gesetzlicher Natur sind, an das Produkt erfüllt, mithilfe von Normen, die richtige Informationen beinhalten,
und darüber hinaus Informationen, zum Beispiel die tagesaktuell aus der Wissenschaft kommen, die noch in der Norm nicht drinstehen, aber notwendig sind, dann auch die Aktualität des Wissens, des Stand der Technik, ja, und auch dessen, was in der Norm steht. Das sind die drei Elemente. Wenn die drei erfüllt sind, ich glaube, dann braucht man sich als Hersteller keine Sorgen und Gedanken machen. Um vielleicht das Tempo in der Normung zu erhöhen oder auch, sagen wir mal, die Normen schneller bereitzustellen und auch zielgerichteter im Anwendungsprozess in Unternehmen einzusetzen, haben wir bei DIN DKE eine Gemeinschaftsplattform gegründet vor einigen Jahren. Das ist die IDIS. IDIS steht für Initiative Digitale Standards. Und hier setzen wir viele Pilotprojekte um, in denen wir schauen, wie müsste eine Norm in digitaler Form, also wir reden nicht vom PDF, beschaffen sein, damit sie in sämtliche Unternehmensprozesse praktisch sich schon automatisch einschmiegt und sie nicht manuell gelesen oder übertragen werden muss. Ja, Prävention durch Normen, die sieben Wirkmechanismen. Zusammenfassend, hier blende ich die Sachen nochmal ein. Also das sind die sieben Wirkverfahren, von denen man ausgehen kann. Ihr seht zwar, Beweislastumkehr ist nicht drin, aber letztendlich doch ein recht großer Bereich, wo man sagen kann, man kann darauf vertrauen. Deswegen sind die Normen so wertvoll und wichtig für Europa und für die Welt und für die Produkte, weil letztendlich dadurch schon ein sehr, sehr großer Teil abgedeckt ist. Gut. Kommen wir zu den Sustainable Development Goals. Ja, was sind das? Wie setzt IEC das um? Und was tun die einzelnen Conformity Assessment Systems dafür? Beziehungsweise welche gibt es denn überhaupt? Und grundsätzlich sei angemerkt, es gibt 17 Sustainable Development Goals. Seit 2015 wurden die definiert. Und zwar 193 Staats- und Regierungschefs der Welt haben sich auf diese 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Welt verständigt, um Armut, Ungleichheit, Umwelt, Planetenschutz und Wohlstand zu gewährleisten. Und diese 17 Ziele sollen dazu beitragen. Und letztendlich sind alle Länder, also nicht nur die Industrieländer, aufgefordert, im Rahmen einer globalen Partnerschaft das zu gewährleisten. Und das ganze Bunte hier, das hat man dann entsprechend auch aufgenommen bei der IEC. Man hat sich also darauf verständigt, ganz klar zu sagen, wir sind Teil dieses Konstrukts, wir sind essentieller Bestandteil dessen. Und die IEC, das heißt die internationale IEC-Normen und Konformitätsbewertungssysteme, tragen eben zu all diesen 17 SDGs bei. Wie? Indem sie die Grundlage bilden, die es allen Ländern ermöglicht, ja, eine recht nachhaltige, widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen und auch wirtschaftliche Entwicklung und Innovation zu fördern und vor allem globale Best Practices für das Qualitäts- und Risikomanagement anzuwenden. Ebenso verbessern die IEC-Normen und Konformitätsbewertungssysteme den Zugang zu Technologie und Innovation. Vor allem fördern sie die Entwicklung, den Transfer und die Verbreitung vor allem umweltfreundlicher, nachhaltiger Technologien und erleichtern die Teilnahme auch am globalen Handel, wie wir ja schon kennengelernt haben. Das also mal so als großes Fundament. Und international heißt nicht nur so, das ist es auch. Also für euch wäre das sicherlich sehr spannend, wenn ihr in einem sehr internationalen Umfeld an irgendeinen Teilbereich dessen beitragen könntet. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, was tun die einzelnen IEC Conformity Assessment Systems, also Konformitätsbewertungssysteme für diese Sustainable Development Goals, kurz SDGs? Ja, einerseits liefern diese Systeme weltweit standardisierte Form der Konformitätsbewertung im Bereich der Elektrotechnik und damit auch zusammenhängenden Technologien. Übrigens seit neuestem auch etwas außerhalb, dazu aber später noch etwas. Dann haben wir das weltweit größte funktionierende multilaterale Abkommen. Das heißt, wir haben auch Systeme und Programme auf Grundlage von unabhängigen Prüfungen und Zertifizierungen durch Dritte. Das heißt also die größte Vertrauensstufe, weil ihr von außen bewerten lasst und nicht selbst euer Zeichen draufklebt auf das Produkt. Ja. Und die ganze Welt erkennt sich gegenseitig an, weil die Qualifizierung und die Kompetenzmessung
der Zertifizierer und Prüfer immer durch internationale Teams erfolgt. Stellt euch nur vor, ihr seid Hersteller der Sneakers und ihr wollt die nach Deutschland und den Rest der Welt liefern. Jetzt werdet ihr diese Produkte mit Schadstoffgehalt, allem Informationen, was ihr bewertet habt, euren Zertifizierer des Vertrauens geben. Und angenommen, das Produkt würde in den Anwendungsbereich eines IEC Conformity Assessment Systems fallen, dann würde der einmal abprüfen für alle Märkte, was zu tun ist. Erfüllt ihr das, kriegt ihr ein Einheitszertifikat von IEC, womit ihr auf der anderen Seite von den jeweiligen dortigen Ansprechstellen im jeweiligen Land direkt das Zertifikat bekommt, ohne dass dort geprüft werden muss. Auch wiederkehrende Prüfungen eurer Produktionsstätten, ob ihr euch konstant an die Qualität haltet, die gefordert sind, werden dadurch hinfällig, weil euer Zertifizierer des Vertrauens in Deutschland die Produktionsstätte prüft und alle anderen der Welt können auf dieses Ergebnis zurückgreifen und sagen, wir können der Sache vertrauen. Das sorgt für weniger Reisen, mehr Vertrauen, schnellere Marktbereitstellung und so weiter. Wenn das keine Nachhaltigkeit ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, in weiterer Form, letztendlich habe ich damit schon alles gesagt. Damit will ich euch jetzt auch nicht langweilen. Kommen wir zu den SDGs. Wir können zum Beispiel zertifizieren, ob Elektro- und Elektronikprodukte Energieeffizienzanforderungen erfüllen, die in eben verschiedenen internationalen Normen festgelegt sind. Und damit spielen wir zum Beispiel einem sogenannten SDG 13, nämlich der Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen in die Karten. Ja? Also das nur ein Beispiel, dass es nicht nur um Sicherheit geht, sondern auch die Erfüllung der SDGs. Wie ist die IEC grundsätzlich aufgebaut? Das ist eine sehr, sehr große Organisation, könnt ihr euch vorstellen, nicht wahr? Sitz in Genf, schon seit sehr, sehr lange. Und die IEC hat letztendlich neben der General Assembly, in der die ganzen Normungskomitees, also volle Mitglieder sind, die großen Säulen, die eine ist links, das ist das Standardization Management Board. Hier wird also die internationale Normung koordiniert. Da ist die Normenseite. Und auf der rechten Seite, und das gibt es nur bei IEC, das hat ISO nicht, gibt es ein Conformity Assessment Board. Bei ISO heißt das CASCU. Aber das, was es hier dort nicht gibt, aber hier gibt, das sind die vier Konformitätsbewertungssysteme der IEC. Und diese bieten schlichtweg Service an. Also die IEC ist auch gleichzeitig über diese Systeme ein Service Provider. Wie lautet der Service? Nun, Konformitätsbewertung, Zertifizierung und Prüfung. Das, was ich gerade eben über die Sneaker gesagt habe, euer lokaler Zertifizierer hier in Deutschland, der euch für die Welt abprüft, der muss natürlich auch Mitglied dieses Systems sein. Und der muss auch geprüft sein. Ja? Und ich würde nur empfehlen, schaut euch mal dieses Weltsystem in einem einminütigen Video an. Der Link wird hier sein, genau, da könnt ihr ihn aufrufen und dann kriegt ihr auch eine recht gute und knappe Übersicht, was diese Systeme leisten. Gut, kommen wir noch einen Schritt weiter. Gucken wir uns die einzelnen Systeme etwas mehr im Detail an, aber immer was diese Sustainable Development Goals anbetrifft. So leistet hier die IECEE, das ist das Konformitätssystem für elektrotechnische Geräte und Komponenten. Und die haben ein Programm zum Beispiel, das den Zugang eben auch zu Prüflaboren, zur Zertifizierung von beispielsweise PV, Photovoltaikkomponenten und Modulen nach einschlägigen IEC-Normen ermöglicht. Ja? Natürlich wird man auch dort viel mehr als das abprüfen. Da sind so viele Produkte drin, in diesem Bereich, das geht bis hin zu Batterien, Haushaltsgeräten, was ihr euch vorstellen könnt. Allerdings bleiben wir jetzt bei den Sustainable Development Goals. Ja? Was sie letztendlich schaffen, ist maßgeblich zu SDG 7, nämlich Energy, the Golden Thread, letztendlich dann auch beizutragen. Auf der anderen Seite natürlich auch mit den Anforderungen an Sicherheit zu Sustainable Development Goals. Goal 8, Entschuldigung. Und diesbezüglich hat man also dann hier nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch Sicherheit mit betrachtet. Dann gibt es IECX. IECX steht für Explosionsschutz, das System für Zertifizierung für Geräte zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Und
Das ist sogar jetzt erweitert worden für den Bereich Wasserstoffabgabegeräte und Systeme. Das heißt, dort werden auch Zertifikate für Personalkompetenz gegeben. Wichtig ist ja, wer an so etwas arbeitet. Wenn Wasserstoff ist ja entzündlich, aber man sieht die Flamme nicht. Also Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, müssen natürlich besonders hochspezialisiert und qualifiziert sein. Hier wird also auch die Personalkompetenz geprüft und gewährleistet. Ja? Und mit Wasserstoff, gerade im Rahmen der Nachhaltigkeit, will man ja oder über das grüne Wasserstoffwirtschaft letztendlich in den kommenden Jahren eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Strom, Wärme etc. beitragen. Und ICX zielt eben darauf ab, dass man sagt, ja, aber unter sicheren Umständen. Weil wenn man das nicht im Griff hat, dann gibt es nur eine Kettenreaktion. Und deswegen auch sinnbildlich dieses Bild dafür. Ja. Also, wir haben mehrere SDGs, die erfüllt worden sind. Alle SDGs, die ich hier hinzugefügt habe, sind nur beispielhaft zu sehen. Darüber hinaus ist weitaus mehr zu tun. Dann haben wir IECRE, Renewables, regenerative oder erneuerbare Energien. Hier hat man natürlich als Betreiber hauptsächlich auch das Interesse zu wecken, weil man ist als Energiebetreiber natürlich, hat man Windräder, man hat Photovoltaikanlagen, also nicht mehr einzelne für zu Hause, sondern ganze Systeme und Landschaften. Und vor allem auch zu Wasser, Meeresenergie gibt es mittlerweile Systeme, die sind schon sehr, sehr stark in der Stromerzeugung. Das Ganze natürlich auch miteinander dann irgendwann verschaltet, wird sehr spannend. Dieses globale System sorgt letztendlich dafür, dass regenerative Stromerzeugungsanlagen in allen drei Bereichen von der Konformitätsbewertung gegen internationale Normen sauber geprüft sind und auch gewisses Maß an Sicherheit gewährleisten. Ja? Im Rahmen von Sustainable Development Goals kann man sagen, dass letztendlich wir über IECRE oder ICRE eine nachhaltige Stromerzeugung und Versorgung gewährleisten möchten. Und letztendlich durch diese Konformitätsbewertungssysteme stehen wir letztendlich für alle Kraftwerke, die Energie aus Sonne, Wind und Meeresenergie erzeugen, speichern und umwandeln zur Verfügung. Und letztendlich die Klimaziele für 2050, das wissen wir, werden nur dann erreicht, wenn wir auf erneuerbare Energiesysteme in der ganzen Welt setzen, die grüne Energie erzeugen. Sonst ist auch die Elektromobilität nicht nachhaltig. Merkt euch das, auch die Kleinstelektromobilität, alles, was ihr fahrt, woher kommt eigentlich der Strom? Wenn der nicht nachhaltig regenerativ erzeugt ist, dann bringt alles nichts. Ja? Genau, aber grundsätzlich, wir können damit SDG 7 und 13 als Beispiel mal abdecken. So, gehen wir zum letzten System und damit reicht es ja dann auch euch schon. IECQ heißt das, ja. Für was steht IECQ? Das steht sicherlich nicht für den Q bei James Bond, aber in ähnlicher Form. Es ist ein sehr pfiffiges System. Ich würde auch sagen, es ist ein horizontales System. Also es geht nicht auf bestimmte Produkte ein, es deckt Bereiche ab, das ist richtig. Aber man kann es weit über den eigentlichen vertikalen Bereich für bestimmte Produkte verwenden, auch in den anderen Systemen drüberlegen sozusagen. Das ist ein Service, der letztendlich gesamte Organisationen prüfen kann über eine gesamte Lieferkette, ob sie mit Ökodesign-Grundsätzen letztendlich arbeiten und auch die gesamte Lieferkette gewährleistet wird, dass alles eingehalten wird. Ja? Und letztendlich haben wir einen internationalen harmonisierten Ansatz auch dazu geschaffen in diesem System, dass wir unabhängig verifizieren, zum Beispiel Erklärungen in Bezug auf den Fußabdruck von CO2, beziehungsweise Verification of Carbon Footprint Declarations, sodass man auch hier darauf vertrauen kann, dass diese Erklärungen nichts ins Sande führen, nicht ins Sand verlaufen. Greenwashing ist hier das Stichwort. Ja? Und da möchte ich gerade im Bereich ICQ noch zum schönen Abschluss vielleicht kurz was sagen. Wenn ihr euch die gesamte Lieferkette anschaut, die wir hier auf der Welt haben, dann werden ja viele Komponenten irgendwo auf dieser Welt erzeugt, gelangen dann in ein anderes Land. Dort werden diese Komponenten zu was Größerem zusammengefügt. Dann werden sie zum Beispiel hier über den Schiffsweg hier landen. Da sind wir dann in Afrika.
im Kontinent und dann werden sie dort in einem Unternehmen noch erweitert. Dann gehen sie über die Lieferkette beispielsweise hier nach Europa, also Blödsinn, nicht Europa, USA beziehungsweise Kanada. Und von dort aus werden sie beispielsweise dann nochmal weiter gebaut, aufgebaut und dann gehen sie irgendwo über die Weltgeschichte nochmal nach Deutschland. Ja? Und diese gesamte Lieferkette sagt jeder aus, ich habe nur saubere, sichere, umweltfreundliche Komponenten, Materialien etc. verwendet. Mit dieser einzigen Aussage allein wird dann der Kunde sozusagen stillgelegt. Wie oft habt ihr das im Urlaub schon gesehen, dass irgendwelche Umweltaussagen auf Produkten, die ihr kauft, Fake-Produkte drauf standen und ihr habt wahrscheinlich, seid ihr der Sache nicht nachgegangen und gesagt, das muss was Gutes sein, das kaufe ich, weil es steht drauf, ja. Auch wenn es nur ein Zehntel dessen kostet, was man hier in Deutschland dafür zahlt. Und deswegen muss man eigentlich aufpassen, weil wir sprechen hier ein ganz wichtiges Thema an, auf das ich jetzt zu sprechen komme. Wir sind hier wieder im Sicherheitskreis. Wenn in der gesamten Lieferkette von Hersteller bis Betreiber, und damit nehme ich alle Lieferanten, die davor waren, mit ein, darauf nicht geachtet wurde, dass etwas sicher, sauber oder nachhaltig ist, dann bekommt man das spätestens hier zu spüren oder auch schon hier. Aber leider ist es immer dann, wenn ich schon damit arbeite, der Fall. Das heißt, wenn ich den Schaden habe, brauche ich für den Spot nicht zu sorgen, denn ich muss das Ding natürlich weiter verwenden können vielleicht. Ja, ich mache es auf und dann sehe ich, wie giftig es ist oder schlechte Ersatzteile oder sonstiges. Es ist nicht mehr reparabel beispielsweise. Da muss ich es verschrotten. Das ist nicht nachhaltig. Also stelle ich mir die Frage, wie kann ich das entsprechend sicherstellen? Ja. Dazu muss ich ja wissen, was damals der Hersteller getan hat. Kann ich dem Hersteller vertrauen, wenn er eine Selbstaussage führt? Weiß ich nicht. Ja. Wir haben eine Normungsroadmap, Circular Economy heißt die. Die sagt nämlich aus, in der Zirkularität, Kreislaufwirtschaft nimmt man auch gerne als Begriff dafür, obwohl es das nicht ganz trifft, aber in der Zirkularität von Produkten muss ich einen nachhaltigen Ansatz pflegen. Dieser nachhaltige Ansatz, der sagt aus, dass ich zum Beispiel den Produktlebenszeitraum verlängere durch Reuse, also man sagt auch 9R-Strategien dazu, durch Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, ja. Aber ich sage auch immer, das ist nur, wenn das Produkt im Originalen so ausgeliefert wurde, wie es auch eigentlich vom Gesetz gedacht und versprochen war. Und nicht, wie es der Hersteller dann über die Lieferkette vielleicht nicht beachtet hatte. Das heißt also, man muss es gewährleisten, dass ein Produkt sauber ist. Das ist schwierig, vor allem über die globale Kette. Ja? Kenne ich also die Funktion, kenne ich die Technologie, das Material? Habe ich Prüfungsnachweise oder Dokumentation über ein Produkt vorhanden, bevor ich sage, ich werde es wieder nutzen? Ja, und dann kann man automatisch dann die Fragen stellen zu Greenwashing. Was versteht man unter Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit? Genau das. Langfristige Nutzung, Reparaturfreundlichkeit, Wiederverwendbarkeit, recycelbar. Greenwashing ist die Aussage, ich sage es mal aus, mein Produkt ist sauber, nachhaltig, reparaturfreundlich und so weiter. Selbst wenn es das technisch nicht ist. Aber man schenkt der Aussage gerne Glauben. Ja? Dann, wie sicher sind Sie, dass man nachhaltig, dass man Produkte, die man erwirbt, dass sie nachhaltig und umweltfreundlich sind? Naja, man kann nicht sicher sein, weil die Aussagen werden halt für gewöhnlich nicht von einem unabhängigen Gutachter geprüft. Sind aus Ihrer Sicht Angaben von Unternehmen, wie beispielsweise zum CO2-Fußabdruck oder ISO 9001 hinreichend, um daraus auch Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit der Produkte abzuleiten? CO2-Fußabdruck, wenn es keine Bestätigung für die Aussagen gibt, keinen unabhängigen, kann man nicht darauf vertrauen. ISO 9001 sind Qualitätsmanagement-Aspekte. Das ist ein sehr guter Ansatz, aber wenn die Organisation das nicht lebt und das nicht auch ausreichend abgeprüft wird, hat das auch keine Bewandtnis. Greenwashing ist also nichts anderes als eine PR-Aktion, um Unternehmens- bzw. Produktinformationen zu beschönigen. Ja? Und leider zahlen da immer die umweltbewussten und nachhaltigen Unternehmen drauf. Die werden nämlich benachteiligt, weil sie die gleichen Marktchancen erhalten, wie die, die das nicht tun. Ja? Und sämtliche Industriesektoren sind betroffen. Warum bringe ich dieses Thema mit IECQ besonders vor? Ganz einfach, weil letztendlich die elektrotechnische Branche besonders betroffen ist.
elektronische Produkte sind nicht die umweltfreundlichsten und die Recyclingmöglichkeiten sind eben nicht optimal. Und somit muss man hier besonders sorgfältig sein, indem man entgegenwirkt. Ja? ICQ kann seit neuestem mit seinen Systemen eben dem entgegensteuern, indem sie eine unabhängige Bewertung von Umweltaussagen von Unternehmen ermöglichen, und zwar über die gesamte Lieferkette. Und das geht sogar weit über den elektrotechnischen Bereich hinaus. Und das ist ein unabhängiges Zertifizierungsverfahren. Jetzt zeige ich euch nochmal zurück zur CE-Kennzeichnung, dann schließen wir den Kreis, wie das dort gelebt wurde. In Europa gibt es eine Richtlinie, die heißt Risks of Hazardous Substances. Hier muss ich also den Schadstoffanteil in homogenen Gewichtsprozent wissen, beziffern und auch einschränken in meinen Produkten. Das steht in der Richtlinie so drin. Und dann auch entsprechend angeben. Und dann kann ich mein Produkt bereitstellen, wenn es die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt. Was fordert aber diese Richtlinie für ein Konformitätsbewertungsverfahren? Ganz einfach. Sie fordert nur ein Modul A in Anführungsstrichen. Ihr kennt euch jetzt nicht mit den ganzen Modulen aus. Darauf möchte ich auch nicht eingehen. Wichtig ist allerdings, dass ihr wisst, dass das Modul A in Europa dafür steht, dass der Hersteller selbst bewertet, ob sein Produkt eine Schadstofffreiheit oder einen Anteil, der in den Grenzen dieser Richtlinie ist, auch einhält. Sonst kontrolliert das niemand. Er kauft Lieferantenprodukte wieder ein. Kann er das gewährleisten? Wahrscheinlich nicht. Aber in Europa verlangt man nichts mehr davon und trotzdem kommt ein CE-Zeichen drauf. Wieder zur Erinnerung, CE-Zeichen ist kein Sicherheitszeichen, sondern Reisepass. Der Hersteller ist in der vollen Verantwortung, wenn es zum Schaden kommt. Aber wie gesagt, wenn der Schaden erst entstanden ist, ist es zu spät. Also muss man Prävention betreiben. Und genau hierum geht's. Dieses ICQ-System sorgt eigentlich dafür, und da habe ich euch ein paar Videos verlinkt, Lernvideos, kurze, dass man im Grunde genommen wirklich die Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts bewertet. Energieeffizienz, Ressourcennutzung, Abfallvermeidung und Toxizität gehören in der Bewertungsgrundlage dazu, wenn es um Ökodesign und Circular Economy geht. Das wird entsprechend dort mit bewertet. Der CO2-Fußabdruck wird an dieser Stelle auch entsprechend verifiziert. Und es gibt noch ein Managementsystem, Hazardous Substances Process, das letztgesprochene, das letztendlich sehr gut in die Karten der EU-ROHS-Richtlinie einspielt. Wenn also die gesamte Lieferkette sich darauf vertraglich einigt, dass man nach diesem System zertifiziert, dann kann der Hersteller am Ende wirklich sagen, jawohl, ich erfülle die ROHS-Richtlinie. Man kann mir sogar Glauben schenken, weil jemand Unabhängiger das geprüft hat. So. Ich hoffe, ich habe euch jetzt sehr, sehr viele Beispiele gebracht, die euch ja ein bisschen mehr auch diese Welt eröffnen, in der ich mich befinde seit 14, 15 Jahren. Ich war Consultant in einem Softwareunternehmen zur CE-Kennzeichnung von Maschinenanlagen. Ich durfte die gesamte Welt bereisen, Maschinenanlagenbau beraten. Und das ist nur eine Möglichkeit hier unter Punkt 4. Ihr habt noch viel weitere Karrieremöglichkeiten, zum Beispiel bei einem Zertifizierungsunternehmen tätig zu werden als Ingenieurin, als Ingenieur, als Prüfingenieur. Zum Beispiel hier das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut ist auch Mitglied in den IEC-Systemen, wie auch viele andere Zertifizierer in Deutschland. Ihr könnt mitgestalten, wenn euch euer zukünftiger Arbeitgeber, ob das Hersteller, Zertifizierer oder Betreiber ist, oder schlichtweg ein wissenschaftliches Institut ist, dann könnt ihr auch in der Normung tätig werden oder auch in den Konformitätsbewertungssystemen. Die spiegeln wir national, diese großen Systeme der IEC. Wir sind eine der größten Mitgliedsländer. Das ist sehr, sehr spannend. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, natürlich grundsätzlich direkt in der Normungsorganisation, den DKE, auch nach freien Stellen Ausschau zu halten und dort tätig zu werden, wenn es Planstellen gibt, auch sehr, sehr spannend als Normungsmanager beispielsweise. Das heißt also, grundsätzlich im Bereich der Norm- und Konformitätsbewertung sind die Einsatzmöglichkeiten wirklich vielfältig, vielschichtig und ich kann auch wirklich sagen, es macht viel Spaß. International könnt ihr viel Austausch betreiben, fachlich, interkulturell. Reisen ist ein ganz, ganz großes Thema und ist auch ein essentieller Bestandteil, um auch die Verständnis- und Kommunikationskultur zu fördern.
Und das geschieht alles im Rahmen der Konformitätsbewertung oder auch respektive Conformity Assessment. In diesem Sinne bedanke ich mich für euer Zuhören, eure Zeit und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank.